Ich weiß noch, das war eine gute Runde. Wir haben gegen Jace Toplane gespielt. Wir können das ja mal hier kurz. Was? Muss die Runde. Gegen Jace. Das sind wir McLovin. Schon wieder alleine. Hier, die Runde war das. Toplane. Hier wie immer natürlich für den Invade geht, ne? Level 1. Immer die Wall hacken, ganz normales Play. Die stehen da zu zweit for some reason. Ich glaube, die wollten mich vom Proxy Farm abhalten oder so. Aber ich glaube, die wissen gar nicht, dass man mit Predator gar nicht Proxy Farm geht und bootstartet. Also das sind jetzt Delusional Master Picker, kann man sagen. Ja, Challenger Grandmaster. Also, bisschen blöd gespielt. Was man am besten gegen den Invade machen kann, und das ist mir letztens erst aufgefallen, man positioniert sich genau hier, wo der Timer jetzt gerade ist. Genau dort, wenn man dort steht, sieht man diesen Eingang hier und man ist direkt beim Turret und man kann nicht angegriffen werden. Also, das ist schon sehr schwer, dass man dort dann irgendwie steht aus der Position und man deckt halt trotzdem diesen Eingang. Ne? Eine andere Variante wäre natürlich, dass ich dann hier über den Try gehe und dann hier unten rum herlaufe zum Red Buff. Währenddessen jemand hier unten steht, aber das sind so Sachen, da muss man sich das überlegen. Also ich hatte auch diesen Invade, ich mache immer Topset in den Invade, wenn ich Blue bin. Genau dieses Pathing gehe ich da einmal entlang und wenn hier manchmal jemand steht, dann bin ich sehr mad. Weil der Invade halt nicht durchgeht. Ne? Genau. Jay habe ich meiner Friendliste auf Main Account. Ich weiß gar nicht mehr, warum. E-Start. Wegen dem Invade. Ich gebe ihr trotzdem einen kleinen Leash, weil ich kann Topset sowieso nicht so viel machen, das sage ich jetzt auch. Und habe einen Minion dafür gemessen, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ne? Gutes Spacing von ihm. Ich konnte die eh nicht hitten. Ich musste einfach erstmal ein bisschen Bing chillen. Einfach nicht die ganze HP-Bar verlieren. Ganz normal. Also möchte ich jetzt schon Toplane ganken. Und ja, wenn wir den Kill jetzt ins entsprechend gönnen. Er flasht, ich musste auch flashen für den Kill, ja. Ich weiß nicht, hätte man das besser machen können? Hätte ich einfach warten sollen weiterhin auf sie? Ich meine, er hat kein Ward geplant, ne? Er hat auch gar kein Ward ab. Wäre sie hier, vielleicht hätte sie ihn weggekickt, aber ich habe halt gar kein Damage, ne? Also ich muss schon den Turret-Damage da mitnehmen. Oder hier diese ganzen Autotags mit Minions, ne? Wo er mich nicht autotaggen kann, ne? Ein bisschen lucky war das auch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dass der eine Minion da nicht attackt wurde oder dass er Tower-Akku bekommen hat, als er mich attackt hat und ich ihn dann reingeflinkt habe. Ich kann die Wave auspushen. Gute Dodge. Vielleicht wenig eher, also gar kein HP durch den Dodge, ne? Wo ich eben reinpushen hart. Gucken, ob ich Midlane roamen kann. Um die Wave zu proxyen, ist es zu spät. Ich hätte schon direkt diese Path hier gehen sollen, aber dann hätte er es natürlich gesehen. Ne? Und bestes, wenn man Proxy Farm geht, ohne dass jemand das irgendwie sieht, ne? Kassi kriegt den Kill, ist gut. Ich wollte für ihn jetzt freezen, weil ich wusste, er hat TP. Aber er hat TP Toplane. Deswegen kann ich Wave Mitte auspushen eben. Aber dadurch habe ich jetzt zu wenig Mana, weil ich die jetzt auspushen muss. Sie flasht dann. Ja. Ich komme mit, weil vielleicht ist Nocturne doch noch hier. Und noch gucken, was passiert. Er ist jetzt am Freezen. Dann sage ich, dass wir Botlane gehen sollen, Recall. Und das macht sie auch tatsächlich, ne? Die recallt mit mir und dann gehen wir zusammen Botlane. Gesagt, dass die stayen sollen und alles. Tor geplantet. Sehr, sehr lucky, ne? Sehr, sehr lucky, dass der
keine Vision hatten hier, keine Vision dort hatten, dass sie nirgendwo Wards geplantet haben und so. Sehr, sehr lucky gewesen, kann man sagen. Soraka stirbt jetzt schon. Ich nehme den Kill, selbstverständlich. Oh, ich stehe 2-1, das ist ein bisschen blöd, nicht? Am Ende des Games bin ich dann 3-4. Nicht 3-4. Ist auch noch irgendetwas. Keine Ahnung, was die da jetzt machen ist. Die stirbt auch noch. Also Botlane ist jetzt gerade. Tatsächlich wie die 3-1 jetzt gerade. What the fuck? Ich hätte für die. Okay, gut, das ist ein 15-Minuten-Game, ne? Das ist ein 15-Minuten-Game. Aber trotzdem werde ich jetzt nur noch Assists sammeln und dreimal sterben. Bisschen cringe. Das ist genau der Punkt, den Cedric immer zu mir gesagt hat, mit dem ich geduke habe damals, wenn ich Toplane war und er war Mitte. Mittlerweile ist er sein Main. Er spielt Toplane. Und ich bin mittlerweile ja der Typ, der Mitte spielt. Ich habe ihn letztens mal wieder getroffen. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich beim CS verbessert habe und die Runden, das fuckt mich sehr ab. Natürlich war ich nur am Roam, ne? Da habe ich die E verkackt, das war sehr bad. Und ich habe den Flash verkackt. Ich wollte genau zu der Sekunde flashen, aber er hat irgendwie zu viel Damage durchbekommen. Also, das ist ja die normale Combo mit dem Q-Auto-Attack von Jace, ne? Wenn er auf dich draufjumpt mit W und danach den Wegschleudern Q macht, ich glaube, das war die Q oder andersherum, ne? Ist ja egal. Und dann den Auto-Attack durchkriegt. Das ist immer sehr, sehr schnell gewesen von ihm. Ich habe genau dann Flash gedrückt, als ich dann gestorben bin. Genau dann habe ich geflasht. Und das alles, weil ich den Option schon zu spät gekillt habe, weil ich meine E verkackt habe. Ne? Worauf ich hinaus wollte, ist, CS verbessert, aber hier die Runde ist natürlich kacke, ne? Mit CS. Wegen den ganzen Roam, Botlane, Toplane gefreezed. Die Wave habe ich nicht ganz genug, nicht hart genug reingepusht bekommen. Auf die drei Minions scheiße, ich kann nicht in Ruhe Proxy Farm gehen. Ich kann da ja jetzt nicht eine halbe Stunde warten, bis ich da irgendwie, bis da die Wave die Minions auspushen, ich krieg die ganzen XP und dann ist es am Slowpushen zu mir oder so, das kann ich ja nicht eingehen. Besser ist es, wenn ich direkt dann Proxy gehe, anstatt zu warten und dafür die drei extra XP zu kriegen. Ne? Passiert nichts. Ich versuche den Top Lane Tower so gut es geht zu deffen. Ich auch schon wieder gutes Spacing von ihm. Da hätte ich auf jeden Fall einen Flash WE machen können. Ne? Also irgendwo hier, das weiß ich, hätte ich einen Flash WE machen können. Hier, genau. Ja, nimmt er das gerade. Okay. Ich hätte das früher machen können, glaube ich. Nimmst du das nochmal an? Hier, glaube ich. Ne? Jetzt kommen die Minions. Jetzt macht ihr die Outtakes auch auf. Und ich glaube nicht hier. Ja, das Problem ist, wenn ich Ghost drücke, kann ich nicht ins Predator. Wenn ich Predator drücke, kann ich ins Ghost. Das muss ich aber erstmal hinkriegen. Und dann ist es nicht mal so, sondern es ist ja langsamer Anstieg bei Ghost. Ne? Ghost ist ja nicht instant da. Das ist am sozusagen blurpen. Eigentlich interessant, dass er die ganzen Abilities da usen konnte jetzt gerade. Ich meine, wenn man rootet ist, kann man Abilities reaktivieren oder wenn Auto-Attacks gerade drauf sind, kann man auch Auto-Attacken weiterhin, aber man kann nichts Neues anfangen, sondern dort, wo man war, das bleibt, aber neue Sachen, neue Abilities kann man nicht anfangen. Das habe ich so verstanden. Ich bin für den Botlane-Dive hier. Den kriegen wir jetzt hier easy. Immer alles am Dodgen, ne? Irgendwie. Also die Runde ist sehr, sehr clean vom Dodge-Faktor, ne? Jace Qs habe ich zweimal dodgen können, obwohl das mit der E war. Gut, ich habe Swifties auch, ne? Swain Es alle gerade gedodged. Also sehr, sehr gut vom Mikro her, würde ich behaupten. Ne? Außer natürlich dieser eine Tod dort. Ich wusste, dass niemand da ist und dachte, vielleicht kann ich irgendwelche Abilities rauskriegen. Das ist sehr, sehr heftig, ne? Das sieht man auch in einem anderen Game. Einmal, wer war das denn? Das war irgendein Midlaner, ich glaube Ryze oder Karthus hatten die mit Exhaust. Und dann bin ich Top Lane in den T2 gegangen, in den roten T2. Und habe ihn einfach nochmal hinterher gechased, nachdem wir den Nash bekommen haben.
einfach so aus Spaß und habe ihn dann nochmal einfach nur aus Spaß gewählt. Mehr habe ich nicht gemacht. Mein Team ist ultra später. Einfach aus Spaß gewählt und habe ich einfach ein Exos rausbekommen. Also schon. Ja, sehr dummes Pathing, ne? Und wo bin ich nochmal dran gestorben? Ich bin an Jace gerade gestorben vorhin. Wo bin ich noch gestorben? Weiß ich gar nicht mehr. Ein Tod. Hier. Ein Tod. Genau, Kasselin kriegt die Wave, ne? Ah, nee, das war der Missplay, wo ich die E verkackt habe, genau. Okay. Und hier natürlich dummes Perfekt, ne? Da war mein Gehirn ausgeschaltet, weil ich so aggressiv war, dass ich so low bin, weil die Botlane so spät gekommen ist, die Yuumi auch immer noch nicht auf mich drauf sitzt und irgendwie irgendetwas versucht zu machen. So, ja, das hat mich sehr mad gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Aber Yuumi sitzt ja immer nur noch auf, also mittlerweile nur noch ABC. Ich habe das auch ziemlich krass ermöglicht, ne? Darf man nicht vergessen. Ich bin ja Botlane. Ich habe das ja gepinkt. Ich habe weit davon abgehalten, dass sie die Camps unten macht, Toplane macht, den Gromp, sondern dass sie direkt mit mir Botlane kommt, dass wir zu viert das dann da machen. Und die haben dann, ich glaube, 5, 6 Kills bekommen einfach. Ja, 5 Kills meine ich, ne? Nocturne haben wir bekommen und zweimal die Botlane jeweils. Nice, ja. Nice Runde. Fand ich sehr gut. Also ein paar Missplays waren natürlich mit dabei, ne, kann man sagen. Hier hätte ich ein bisschen warten können. Ich glaube, der kommt nicht weg, ne? Ich glaube, der kommt nicht weg. Der ist Level 2. Wahrscheinlich EQ. Oder WQ geskillt. Ich glaube, er kommt nicht weg. Ich glaube, er kommt nicht weg. Vor allem seine. Tja, ich weiß es gar nicht. Ich weiß die Jace Milliform Abilities Reihenfolge nicht. Und ob das nicht vier Abilities sogar sind. Weil er hat ja dieses, die Aura um sich herum, die AoE Damage macht. Das ist die W, meine ich. Q ist dann das Wegschlagen und die E ist das Hinjumpen, ne? Aber es gibt doch dieses Stoßen noch, oder nicht? Ist die Q das Stoßen beziehungsweise Wegschlagen, also richtig schlagen, schlagen? Muss es eigentlich sein, ne? Deswegen, Damit in Rome, Kassian ist leider gestorben. Bisschen blöd. Ich wollte extra ein bisschen Damage machen, dass er trotzdem noch den Kill kriegt, irgendwie. Heftig, wie er gestorben ist. Ah, die Q gestorben von Nocturne, das ist ja blöd. Der hätte vielleicht Flash, wenn er LPL Challenger wäre, hätte er die Flash gekriegt.